Jumping nennt sich diese neue Sportart. Da trainiert man in Gruppen auf speziellen Trampolinen. Mit gemütlichem Rumhopsen hat das allerdings wenig zu tun. Fragen Sie mal unsere Reporterin Laura Rohrbeck. Das ist mein erster Jumping-Kurs heute und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Bammel, denn ich habe gehört, dass man dabei rund dreimal so viel Kalorien verliert wie beim Joggen. Und das ist Sissi Löffelath, Trainerin für heute. Sissi, warum wird das denn gleich so anstrengend für mich werden? Ja, wir arbeiten beim Jumping in einem sehr intensiven Intervalltraining. Und zudem arbeiten wir halt eben mit fast 400 Muskeln. Ich sag mal, wenn wir dann die Gesichtsmuskeln noch anspannen und schön dabei strahlen, dann sind wir fast bei 400. Und deshalb wird es eben auch so intensiv. Und los geht's! Boah, das war gerade die erste Übung. Ich bin völlig außer Atem und ich bin gerade total froh, dass ich vorher nichts gegessen habe. Denn ansonsten wäre mir jetzt, glaube ich, schon total schlecht. Jeder machen Jumping? Ja, doch fast eigentlich jeder. Man sollte nicht unbedingt schwanger sein oder gerade frisch eine Operation gehabt haben, aber sonst für jeden Mann gedacht. Ob alt, ob jung, ob dick, ob dünn, Mann, ob Frau, Kinder, alle. Seit wann machst du das schon und vor allen Dingen warum? Ja, warum mache ich das? Also ich habe eine fast zweijährige Tochter, die mich fordert und ich brauche einfach mal einen Kurs, wo ich selber ich sein kann und richtig Power geben kann. Und so von den Effekten, wo? Straffung. Straffung, Kondition, Fettburner. Jetzt geht's richtig ins Eingemachte. Das ist ein Scherz. Wir schaffen das. Das war aber jetzt ein Scherz, oder? Nein. Oh, ich merke inzwischen schon jeden Muskel und ich kann gar nicht mehr sprechen, ich bin so aus der Puste. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, ja. Ich glaube, das war somit das Anstrengendste, was ich in der letzten Zeit gemacht habe. Und das Lustige ist, man geht jetzt wie auf Eiern, weil man die ganze Zeit auf dem Trampolin gehüpft ist. Und ich würde sagen, also diese Sportart ist was für alle, die sich mal komplett auspowern wollen. Und ich bin froh, wenn ich jetzt gleich die Beine hochlegen kann. Ja, das kann ich gut verstehen. Und dann